Black Hole Enduro, European Continental EWS und Slow Enduro, glaube ich auch. Und wir sind gerade am ersten Uphill im Training. Wie schaut's aus? Bin jetzt schon morsch, wenn wir nicht einmal oben, oder? Wo ist der Shuttle? Seid ihr für welche? Ich check den Einsatz. Da links rum, schau da. Das war ich 100% so. Weit. Ist das geil! Jawohl.
bisschen deppert, was ist denn das? Cross Country Black Hole oder was? Was? Ja, fix, ich weiß. Nicht, weißt du das? Jo, das stimmt da oben. Also, was sagst du zum Wetter? Wetter sollte geil sein, dabei ist aber nicht. Nur so nebenbei bemerkt, wir müssen da oben hin, das ist die Petzen und das sieht man nicht einmal wirklich mehr. So, wie schaut das Wetter aus? Alter, du Spast, du fährst in der Mitte der Straße! Ach Gott. So, das haben wir auch mal auf Kamera. Was sagst du zu den Wetterverhältnissen? Ja, super, die Strecken da, dieser Plot, das ist eh so einfach. Das ist super chillig mit dem Regen. Was sagst du, Camilo? Kolumbianische Regen-Experience, ist die gefragt heute? Oh nein, heute nicht. Boah, glaubst du, reicht die kolumbianische Experience aus für heute? Ich glaube nichts. Nein. Oder brauchst du da noch zusätzliche... Ich brauche eure Unterstützung, sage ich euch, weil das ist ziemlich schwer. Wo müssen wir fahren, da links jetzt, oder Carlos? Hier links, bitte. Links. Thanks. We'll be right back.
Sebi und Philipp, wir haben uns hier in euren Pits eingenistet. Saufein hier, ich sag's euch. Full Factory. Trackwalk wie ein Profi mit einem Schirm, Alter. Wie ein Profi. Kann keiner. So, Sport 2000, Britzmann, that's the place to be. So, zu dritt im Regenschirm, weil es gerade schifft wie Sau. Rechts, warte, da. Ja, motivationshoch habe ich gerade. So, was ist der Stand der Dinge? Das Wetter ist schön, wir haben schon 4 Trainingsruns gemacht. Und sind super vorbereitet fürs Rennen heute. So, Cut. Okay. Wir sind keinen einzigen Trainingsrun gefahren. Es ist 12:30. Es schüttet aus Strömen ungefähr seit wir dort sind. Und wir fahren jetzt wieder ein bisschen shoppen. Eurospar, Bleiburg. Fahren wir gleich zum Eurospar, ha? Camilo, was sagst du? Fahren wir gleich zum Eurospar. Jupp. Falsche Tür, ha? Das ist der Eingang. Eingang mit der Entrata. Verstehst du, oder? Geil. Schaut um was. Ja? Und was nimmst du? Das wird morgen mein Trail-Snack, wenn den pick ich mir aufs Fahrrad drauf. Weißt du, bist jetzt komplett deppert. Die Kontrolle über dein Leben verloren. Fix, Alter, was soll's? Wir sind zurück bei der Petzen und es steht Base her. Aber es fahren wieder Leute. What? So, heute Sonntag, Haupt-Race Day. Stage 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Und gekürzt, ja. 5 ist nur eine kurze Form. Dafür mit selber treten. Und es regnet. Es hat heute gemeint, na, regnet nichts. Wir schauen aus dem Fenster und es war so. Ist nicht ganz so klasse, aber Knieschoner und Schuhe sind eh schon nass, ist eh schon wurscht. Ich meine, am Ende des Tages lustig, aber war schwer. Es war gatschig. Es wäre besser gewesen, falls es weiter geregnet hätte, weil dann wäre es einfach nass, so wie unsere Training laufen. Und dann war es so gatschig und so langsam. Und, ja, aber jede ist einmal im Schluss. Ja, ich hatte es hingehaut. Camilo hat es hingehaut. Ich habe es hingehaut. Ich habe noch überholen müssen und bin hinter zwei Leuten festgesteckt, die sich verkeilt haben. Alles in allem nicht allzu großartig. And you crash and you drop back in the result. Und genau da endet Stage 4. Hinter dem Kompass Shop. Dort oben endet Stage 4. So, Camilo, hast du Angst vor der Kontrolle jetzt? Ah, ja, weil ich meinen Pass nicht mithaue. Shit. Hallo zur Zeit. Hallo. Gut, Kanada. Danke für nichts. So, welcome to Austria. OMV Max Motion natürlich. So, OMV super. I love Kärnten. Was ist die beste Tankstelle? OMV natürlich. Im Tango bei der OMV. Warte, das ist noch ein Trick. Boah! 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 Bist schleppert. Ja. Der 95er, der Rinder. Ja, genau. Und dann kannst du schneller fahren. Der ist super, hast du gesehen? Ja, super. Der ist super. Suspension locking.